Oliver Keizers, du bist Area Vice President EMEA Zentral bei der Firma Semperis. Die Firma Semperis, wenn ich das richtig sehe, die holt man, wenn nach einer Hackerattacke wirklich gar nichts mehr geht, wenn eine Firma, ein Krankenhaus, eine Behörde kein Telefon mehr zum Laufen bringt, wenn kein Computer mehr anspringt. Sehe ich das richtig? Ja, Semperis kann man dann rufen. Das ist eines der Dinge, die wir tun. Incident Response für insbesondere dann Probleme, die Kunden mit ihren Identitätssystemen haben. Aber das ist ein Fachgebiet innerhalb des großen Themas Incident Response. Was uns anbelangt, was für uns wichtig ist, ist das Thema Active Directory im Kern. Identity-Systeme, Identity Directories im Großen. Wir kommen aus dem Thema Wiederherstellung von Active Directory und machen darüber hinaus noch eine ganze Menge mehr, aber immer in diesem Kontext. Jetzt lass mich mal noch 3 Stufen einfacher anfangen. Gerne. Active Directory, das ist sowas wie der Generalschlüssel, das Komplettverzeichnis, wo steht, welche Schlüssel überall wo passen. Ja. Naja, simpel formuliert, man geht morgens an seinen Rechner, gibt einen Benutzernamen und ein Passwort ein und dann passiert eins von 2 Dingen. Der Rechner sagt, schön, dass du da bist, Harald, hier sind deine Berechtigungen, jetzt kannst du arbeiten. Das ist der Idealfall. Mhm. Diese Berechtigungen, dieses Wissen darüber, wer Harald ist, wird gespeichert in einem System, das ist Teil des Microsoft-Betriebssystems, der Server-Betriebssysteme und das nennt sich Active Directory. Jetzt gibt es den unangenehmen Fall, du gibst deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und der Rechner sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht. Dann hast du ein Problem. Wenn du das hochrechnest auf ein ganzes Unternehmen, dann hat das gesamte Unternehmen natürlich ein großes Problem. Das heißt, die Basis von allem, was ein Unternehmen IT-technisch tut, zumindest im Büro-IT-Umfeld, ist eine Identität, ist der Identitätsspeicher und das ist Active Directory. Das wird ja ein bisschen unterschätzt. Also was passiert denn da überhaupt? Also da sind irgendwelche Hacker, die versuchen irgendwo an dieses Active Directory ranzukommen, weil dann können sie ein ganzes Krankenhaus, eine ganze Firma, eine ganze Behörde einfach lahmlegen und eine ordentliche Summe Geld erpressen. Ja. Ist das richtig, ne? Ja, das ist grundsätzlich erst einmal richtig. Dazu muss man ein bisschen verstehen, wieso ist das eigentlich so? AD ist eine Technologie, die ist 1999 von Microsoft angekündigt worden. Im Jahr 2000 kam sie raus. Wir reden über freundliche 23 Jahre heute. Das AD, also jedes Mal, wenn wir AD sagen, meinen wir Active Directory. Jedes wir Mal sind nicht bei Kuppinger Cole, wo nur Experte zu Experte spricht. Dann fange ich nochmal von vorne an. nee, kannst du ruhig. Also man muss, glaube ich, eines ganz wichtig verstehen. Active Directory, unter Experten auch gerne VLAD genannt, ist die Basis von allem. Und der Hintergrund, weshalb AD auf der einen Seite so erfolgreich ist, aber auf der anderen Seite ein großes Ziel von Angreifern ist, liegt in seiner Struktur. Als AD 1999 angekündigt, respektive 2000 auf den Markt gebracht wurde, ging man davon aus, dass alles, was innerhalb meines Netzes ist, gut ist, sicher ist, alles, was draußen ist, ist böse. Das heißt, man hat gesagt, ich habe einen Perimeter, auf den ich mich verlassen kann. Die Zeiten sind lange vorbei. Ich gehe mit meinem Laptop irgendwo einen Kaffee trinken, bin irgendwo unterwegs, bringe das Laptop danach wieder ins Firmennetz. Damit ist mein Perimeter seit vielen Jahren schon aufgebrochen. Den gibt es nicht mehr. Das heißt, dieser Ursprungsgedanke, draußen böse, drinnen gut, ist obsolet. Das hat aber auch noch einen anderen Aspekt. Active Directory ist so erfolgreich geworden, weil es so offen ist. Ich kann sehr einfach AD integrieren, kann mir Daten aus AD rausziehen, um sie dann in natürlich berechtigten Applikationen weiterzuverarbeiten, habe sehr einfach Authentifizierungsmöglichkeiten und, und. Es ist wirklich extrem tief in die Microsoft-Welt, in die Windows-Welt integriert. Also sag mal, AD ist dann eigentlich das Active Directory, uralt, 23 Jahre alt. Und wie viele Firmen haben das? Ist das relevant? Ja, also ich würde zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehen, Unternehmen, die vielleicht gerade mal 3-4 Jahre alt sind, haben es nicht. Und dann gibt es sehr wenige Unternehmungen, die aus Gründen, die zu diskutieren sind, beschlossen haben, nein, wir wollen keine Microsoft-Infrastruktur haben. 95% der Unternehmen, insbesondere der deutschen Unternehmen, haben irgendwo Windows-Server und haben in Folge Active Directory.
Das heißt, es betrifft jeden. Es betrifft jeden, ob er klein ist, ob er groß ist, ob er Lebensmittel herstellt, ob er Autos baut, ob er ein Hotel betreibt, ob er eine Fluggesellschaft ist. Es ist vollkommen egal. AD ist quasi die Klebeschicht unten drunter, die die IT in allen Unternehmungen zusammenhält. Und wenn die Hacker an das Active Directory drankommen, dann haben sie im Prinzip die Chance, eine ganze Firma komplett lahmzulegen. Ja, genau. Was macht ein Angreifer? Er macht erst einmal diesen initialen Versuch reinzukommen. Das heißt, er sucht sich irgendwo einen weichen Endpunkt. Da hat jemand auf etwas geklickt, da ist aus welchem Grunde auch immer Schadsoftware auf einem Endgerät, auf einer Workstation deployed worden. Dann ist automatisch der nächste Schritt für den Angreifer, ich muss seitlich weiterkommen, sogenanntes Lateral Movement, oder ich muss meine Berechtigungen erhöhen, sogenannte Privilege Escalation. Beides mache ich unter Zuhilfenahme des Active Directories. Damit ist AD für einen Angreifer das erste und wichtigste Ziel, nachdem er diesen Initial Compromise erreicht hat. Also das heißt, die Hacker versuchen jetzt nicht zigtausend Fotos kaputt zu machen und irgendwelche wertvollen Daten und Konstruktionszeichnungen, so wie das vielleicht vor vielen, vielen Jahren mal war, die gehen gleich sozusagen ans Nervensystem dran und sagen, die ganzen Zugriffsidentifizierungen, die machen wir kaputt, wir müssen gar nicht die einzelnen Daten alle kaputt machen. Ist es so richtig? Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, den Hacker gibt es nicht. Es gibt unterschiedlichste Interessenlagen. Wenn wir über das, was man typischerweise als State-Sponsored bezeichnet, reden, dann reden wir über Spionage. Die wollen nichts zerstören. Die wollen Informationen sammeln. Die möchten möglichst still und leise irgendwo sein. Die brauchen Berechtigungen, die sie aus dem AD bekommen, um sich innerhalb der Umgebung weiter zu bewegen. Ein klassischer Ransomware-Akteur, der will verschlüsseln, der will jemanden erpressen können, der sucht nach einer Möglichkeit, möglichst schnell, möglichst viel Schaden beim Kunden anzurichten, um sein Lösegeld entsprechend hoch auch wieder ansetzen zu können. Das heißt, für den ist die breite Berechtigung und die Macht sozusagen, die das AD ihm gibt, die Grundlage, um möglichst viele Systeme zu kapern und damit zu zerstören. Geht jetzt die Mehrzahl der Hacker aufs Active Directory oder ist es mehr noch eine Minderheit oder ist es der Hauptangriffspunkt? Sobald diese initiale Kompromittierung durch ist, sobald die erste Workstation quasi unter Kontrolle eines Angreifers ist, ist automatisch der nächste Schritt entweder Privilege Escalation oder Lateral Movement und das heißt Active Directory. Ich komme als Angreifer quasi nicht drum herum. Bildlich gesehen, da muss irgendwo eine offene Hintertür finden, um eher mal reinzukommen und dann muss er als nächstes versuchen, den Generalschlüsselbund vom Hausmeister, wo alles dran ist, lahmzulegen. Genau. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, AD ist gebaut, um offen zu sein, dann ist das natürlich etwas, was sich gegenseitig nicht unbedingt unterstützt. Ganz im Gegenteil. Ich habe ein System, das sagt, hier bin ich, nutz meine Daten, ich gebe dir alles. Und ich habe einen Angreifer, der sagt, ich möchte deine Daten haben. Das ist natürlich für den Angreifer sehr angenehm, für den Verteidiger höchst unangenehm. Und dazu kommt, Active Directory ist ein hochkomplexes System. Es ist wirklich gut konstruiert von Microsoft, aber unter anderen Vorzeichen. Es ist extrem stabil, es hat endlos viele Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen und Anpassungen an die Anforderungen eines Unternehmens. Aber das heißt auch, eine Einstellung, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, die vor 10 Jahren vollkommen okay war, kann heute durchaus eine Möglichkeit für einen Angreifer sein, das AD zu übernehmen, respektive dann eben sogenannte Domain Dominance zu erlangen, also den Generalschlüssel zu bekommen. Und da liegt das Problem drin, dass ich nicht weiß, was ich in den vergangenen schlimmstenfalls 23 Jahren irgendwann mal irgendwo eingestellt habe. Und das sind konfigurative Schwachstellen. Wenn man sich Microsoft anschaut, die haben einen regelmäßigen Report, den sie auch aus ihren Erfahrungen mit Kunden und mit Incident Response publizieren. Die sagen, in 88%, das ist fast alles, in 88% der Fälle, wo Kunden Incidents hatten, waren unsichere AD-Konfigurationen daran beteiligt, damit der Angreifer überhaupt reinkam. Unsichere AD-Konfigurationen. Das ist nichts, was irgendwie patchbar ist. Das ist nichts, wo ich ein Stück Software ausrolle, sondern das ist ein Klick, den ich irgendwo gesetzt habe, ein Haken, irgendeine Information, die ich eingegeben habe und die muss ich finden.
dann habe ich eine Chance, meine AD sicherer zu gestalten. Und die Firma Sempiris, die lebt davon, dass ihr gerufen werdet, wenn so ein Einbruch passiert ist. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, die IT-Abteilung bringt das nicht gebacken. Microsoft selber, die ja das Active Directory verkaufen, die bringen es auch nicht gebacken, oder wie ist das? Wieso holt man euch da? Naja, da muss man wieder ein bisschen differenziert drauf schauen. Microsoft stellt eine Technologie zur Verfügung. Diese Technologie ist, sagen wir mal, für locker 20 Jahre absolut gut marktführend gewesen und ist aus Microsoft-Sicht ausgereift. Microsoft hat 2016 die letzten relevanten Updates in ihrem Windows-Betriebssystem für das Thema Active Directory rausgebracht. Es kommt jetzt 2025 wieder etwas, aber das heißt, von 16 bis 25 hat Microsoft sich auf der technischen Ebene quasi nicht mit AD beschäftigt. 2019 hat Microsoft gesagt, das führende Identitätssystem nennt sich Azure Active Directory. Microsoft hat es vor kurzem umbenannt in Entra ID. Azure Active Directory ist der Identitätsspeicher in der Cloud von Microsoft. Das heißt, Microsoft hat gesagt, wir gehen weg von dem On-Premise, von dem, was wir zu Hause in euren eigenen Umgebungen machen und wollen, dass ihr eure Identitäten aus der Cloud heraus bearbeitet und speichert. Das ist ein grundsätzlicher Wechsel, den Microsoft dort vorgenommen hat. Und das erklärt auch, wieso Microsoft heute keinerlei Fokus mehr wirklich auf Active Directory hat. Das will aber nicht jeder, oder? Alles in der Cloud. Ja, die Wünsche von Microsoft und die Wünsche der Kunden divergieren durchaus. Aha, okay. Und ihr spielt auf beiden Hochzeiten. Ihr könnt helfen, wenn es in der Cloud brennt, und ihr könnt helfen, wenn es on-premise brennt. Ja, einerseits ist es genau das. Wir leben in dieser hybriden Welt. Das heißt, wir haben Lösungen, die dem Kunden auf der Seite Azure Active Directory oder Entra ID helfen und natürlich on-premise, führen diese Informationen auch zusammen und bieten dadurch dem Kunden ein ganzheitliches Bild auf seine Microsoft-Identitäten. Wir sind mittlerweile auch einen Schritt weiter gegangen und können Kunden helfen, Schwachstellen in Okta, was ein anderer Identitätsprovider ist, zu finden und mit denen umzugehen. Aber das ist etwas, wo es noch viel, viel mehr gibt, wo wir uns noch hin weiterentwickeln. Aber um zu einem Gedanken zurückzukommen, den du vorhin aufgebracht hast: Wir werden gerufen, wenn der Hacker da war. Ja, auch. Idealerweise werden wir gerufen, lange bevor der Hacker kommt. Weil das, was ein Hacker an Möglichkeiten vorfindet, findet er nur deshalb vor, weil vorher der Kunde sich nicht mit der Sicherheit vom Active Directory beschäftigt hat. Das heißt, ich muss unbedingt mich mit dem Thema Prävention beschäftigen als Unternehmen. Und ich muss sicherstellen, dass die Schwachstellen, die im AD vorhanden sind, die automatisch vorhanden sind. Dafür kann man auch keinem Administrator irgendeinen Vorwurf machen, dass diese Schwachstellen gefunden werden und, soweit es irgend möglich ist, ausgemerzt werden. Also ich gehe meistens erst zum Zahnarzt, wenn es richtig wehtut. Ja. Wie ist es jetzt bei euren Kunden? Kommen die präventiv zur Zahnreinigung oder kommen die, wenn es wirklich richtig wehtut, wenn gar nichts mehr geht? Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Das hängt sehr davon ab, was es für ein Typus Unternehmen ist, sagen wir es mal so. Es gibt die einen, ich würde mal sagen, das sind so ein bisschen die Alteingesessenen, für die ist Active Directory Teil ihrer Windows-Server-Infrastruktur, Teil ihrer Infrastruktur. Das kommt so aus dem IT-Betrieb raus. Die haben relativ wenig Fokus auf der Sicherheit von Active Directory. Dann gibt es den anderen Teil von Kunden, die gehen hin und sagen: Warte mal Sekunde, ich habe ein größeres Security-Konzept. Teil meines Security-Konzepts ist ein Identity-Management-System. Teil meines Identity-Management-Systems sind die Orte, an denen die Identitäten gespeichert werden. Also gehört Active Directory automatisch mit in die Security-Welt. Die denken vollkommen anders. Für diese Kunden hat die Sicherung von AD, weil das ist schlussendlich das System, in der die ganzen Identitäten gespeichert werden, absoluten Vorrang. Unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Prämissen. Mhm. Wo trefft ihr diese Kunden? Gerade, sagen wir mal, im präventiven Umfeld? Ist da, also ich bin schon öfter bei Kuppinger Cole-Konferenzen gewesen, das ist ja eine sehr anspruchsvolle Kiste. Ja. Läuft da eure Klientel rum? Ja, also auch da muss man wieder etwas differenziert schauen. Die European Identity Conference von Kuppinger ist eine Identity Conference. Da geht es darum, Joiner Mover Leaver Prozesse zu etablieren, Software, Prozesse, Workflows. Das ist so das Thema bei denen. Da ging es, muss ich korrekterweise sagen, in den vergangenen Jahren weniger um die Identity Stores als solche.
die hat man als gegeben angenommen. Aus der Sicht eines Identity-Experten ist Active Directory ein einfaches Provisioning-Target. Da schreibe ich meine Identität, da schreibe ich meine Berechtigung rein und dann läuft das danach in der Technik mit. Insofern, das hat sich etwas gewandelt. Wie ich gerade gesagt habe, Identity part of Security, also Teil der großen Security-Welt, übernimmt dann auch Active Directory. Insofern sieht man heute auch auf der EIC viel mehr Leute, die sich mit AD-Sicherheit beschäftigen, als es noch in den vergangenen Jahren der Fall war. Und ansonsten sprechen wir viel mit Kunden auf allen möglichen Arten von Veranstaltungen und sicherlich eines der erfolgreichsten Projekte, das wir rausgebracht haben. Ich bin jetzt seit fast 3 Jahren dabei. Vor ungefähr 2,5 Jahren haben wir ein Produkt vorgestellt. Das ist kostenlos. Das nennt sich Purple Knight. Purple Knight macht rein lesend eine Sicherheitsanalyse des Active Directories und liefert dem Unternehmen, das es einsetzt, eine PDF mit allen Schwachstellen schlussendlich, die das jeweilige Active Directory hat. Und das ist das wichtigste Thema eigentlich, was man bei einem Kunden anstoßen kann. Und sobald Kunden von Purple Knight wissen, wissen sie früher oder später von uns und setzen sich dann auch sehr intensiv damit weiter auseinander. Ist das ein browserbasiertes Produkt oder ein Stück Software? Das ist ein Stück Software, das ist schlussendlich eine Excel-Datei, hinter der eine ganze Handvoll signierter Skripte liegen, die vom Kunden ausgeführt werden und dann, wie gesagt, diese PDF-Datei erstellen. Das ist rein lesend, es muss nichts installiert werden, ich brauche keine besonderen Berechtigungen. Das kann auch wirklich der Sachbearbeiter von nebenan tun. Also ich muss nicht das lebendige Internet an mein Active Directory dranlassen, da hätte ich schon wieder Bedenken, nicht? Ja. Nein, ich bin komplett offline, kann das Ganze hinter meinen Sicherungsmechanismen machen. Es geht nichts nach draußen, es kommt nichts von draußen rein, sondern das ist eine rein lokale Geschichte. Mhm. Oliver, jetzt hast du ja in deiner Europa-Funktion sicherlich ganz viele tolle Fälle, wo die Firmen sowas von auf die Schnauze geflogen sind. Ja. Da darfst du uns nicht so arg viel erzählen, oder? Oder kannst du ein bisschen abstrahieren, wie sich sowas abspielt? Hast du ein schönes Beispiel? Naja, die Beispiele fangen eigentlich alle immer gleich an. Ist so ein bisschen wie früher, wenn man Märchen erzählt hat, so erzählt man heute diese Incident-Response-Geschichten eigentlich alle mit, es war Freitagnachmittag und das Telefon klingelte. Das ist so der Moment, wo wissende Zuhörer dann alle anfangen zu lachen, weil es ist in aller Regel so. Freitags werden die Angriffe dann schlussendlich losgetreten. Der Angreifer ist schon relativ lange im Unternehmen, hat sich schon bewegt, hat verstanden, wo er was an- oder darstellen kann. Und am Freitagnachmittag wird dann die letzte Ladung gezündet und dann beginnt die Verschlüsselung. Das ist typischerweise der Moment, wo bei uns das Telefon klingelt und irgendjemand sagt, oh, wir haben hier ein Problem. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Situationen. Es gibt die Konstellation bei einem Kunden, an den ich gerade denke, wo wir im Sommer letzten Jahres geholfen haben, der war voll verschlüsselt. Da war auch nicht mehr von auszugehen, dass wir irgendwo irgendetwas finden. Es war ein relativ spannender Prozess. Da hieß es erst, warte mal, wir haben noch einen Server in der Ecke. Könnte sein, dass auf dem noch was drauf ist. Nee, da ist nichts mehr. Ah, warte mal, wir haben da noch was anderes. Nee, funktioniert auch nicht. Sonntag kam dann irgendwann der Anruf, oh, glaube, wir haben damals in Azure noch Infrastructure as a Service, einen Domain-Controller hochgefahren. Könnt ihr damit arbeiten? Ja, nee, der ist auch verschlüsselt. Und dann kam irgendwann, es war so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, kam irgendwann jemand auf die Idee und hat gesagt, warte mal, wir haben da doch in Azure Backup angeschaltet und dieses Backup war nicht verschlüsselt. Das ist das Einzige, was der Angreifer nicht geschafft hat zu verschlüsseln. Das war Sonntagmittag irgendwann, Sonntagabend 20 Uhr hat der Kunde ein neues, sauberes, gehärtetes Active Directory von uns bekommen und konnte auf Basis dessen weiterarbeiten. Also das Problem ist nicht, dass eure Kunden so schlampig sind, dass sie keine Backups machen. Das Problem ist, dass der Angreifer die Backups dann eben auch gleich verschlüsselt, wenn er rankommt. Ja, auch da muss man wieder ein bisschen differenziert gucken. Du musst unterscheiden zwischen einem Angreifer, der sehr kurz in einem Unternehmen ist, der hat nicht sehr viel Zeit, dann auch wirklich die äußeren quasi Backup-Systeme zu finden. Und dann gibt es Fälle, wo ein Angreifer über Monate hinweg im Unternehmen drin ist, wo dann auch die Tape-Libraries, also das, was ich offline irgendwo speichere, längst schon infiziert sind und dann nützt mir mein Backup von vor 6 Monaten auch nichts mehr, weil die Daten natürlich mittlerweile schon vollkommen veraltet sind. Und also fängt ihr dann an, erstmal die Backups kaputt zu machen? Das merkst du ja nicht sofort, weil das merkst du erst, wenn du sie brauchst und am Schluss
dann auf das lebendige System draufzuschlagen. Ja. Und dann ist auch kein Backup mehr da. Schön von außen nach innen und zum Schluss erst das, was heute noch aktuell ist, zerschießen. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Dass die Angreifer natürlich, wenn sie mehr Zeit sich nehmen, erstmal die Peripherie zerstören bzw. verschlüsseln und ganz am Schluss am Freitagnachmittag, und das Klischee stimmt wirklich, weil dann sind ja alle weg und dann kannst du nicht mehr eingreifen. Das hauptlebendige Active Directory, das heißt das Generalverzeichnis über alle Telefone, über alle Computer-Login-Möglichkeiten kaputt machen. Ja, das AD als Teil einer Gesamtstruktur, es geht nicht so sehr darum, AD zu zerstören, da gäbe es andere Möglichkeiten, sondern es geht darum, den Kunden in einen Zugzwang zu bringen, den Kunden, das geschädigte Unternehmen in dem Augenblick, in einen Zugzwang zu bringen, möglichst schnell Lösegeld zu zahlen. Das ist das Interesse dieses Types Angreifer. Ich erinnere mich an einen anderen Fall. Im Januar letzten Jahres, da sind wir gerufen worden zu einem Kunden, der unverschlüsselt war, wo es nur hieß, irgendwas ist hier komisch. Wir merken, da passiert was auf unseren Systemen, aber wir können es nicht so richtig einschätzen. Das war in diesem Fall klassische Spionageaktivität, von, sieht so aus wie vier verschiedenen Ländern, die, oder zumindest Angreifern aus vier verschiedenen Ländern, die Informationen abziehen wollten, denen es überhaupt gar nicht darum ging, diesem Unternehmen Schaden hinzuzufügen, sondern die wirklich nur Wissen erlangen wollten. Klassische Spionage, vollkommen anderes Thema, aber genau derselbe Weg rein. Für einen Angreifer, egal ob er Wissen erlangen möchte oder ob er Zerstörung hervorrufen möchte, bedeutet es immer, ich brauche Macht in dem Unternehmen, ich brauche die Fähigkeit im Unternehmen, Dinge zu bewegen. Die kriege ich aus dem Active Directory. Was macht ihr jetzt konkret? Also du hast gesagt, die Dateien des Active Directory, die sind erstmal verschlüsselt. Ja. Das heißt, eine eurer Kernkompetenzen wird dann das Entschlüsseln sein. Nein. Oder was? Das ist genau diese sehr harte Grenze. Ist ein Kunde komplett verschlüsselt und gibt es keine Klartextdaten des Active Directories, gibt es kein Backup mehr, haben wir keine Chance, irgendetwas zu tun. Dann hat niemand eine Chance, irgendetwas zu tun. Außer man hat den Entschlüsselungskey. Wo wir. Und den haben dann meistens nur die Hacker, nicht? Den hat nur der Angreifer. Der kostet dann im Zweifelsfall viel Geld. Korrekt. Und das erfährt im Zweifelsfall niemand, weil keine Bank daran interessiert ist, zu sagen, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, wir haben gezahlt. Naja, jetzt muss man auch sagen, um da nochmal kurz diese Kurve zu nehmen, wenn ich ein Active Directory im laufenden Betrieb verschlüssele, kann ich nicht hingehen und kann es entschlüsseln und dann läuft es einfach weiter. Das ist so, weiß ich nicht, als wenn ich mit einem Bagger über ein Auto fahre und danach so ein bisschen am Blech ziehe, es wird trotzdem nicht wieder fahren. Dafür ist AD dann doch zu empfindlich, als dass ich aus dem laufenden Betrieb ein verschlüsseltes Active Directory einfach wieder entschlüsseln könnte. Das wird tot sein danach. Und das ist halt auch die andere Geschichte. Wenn ich als Unternehmen darauf vertraue, ich nehme jetzt dann einfach mal Geld in die Hand und bezahle das Lösegeld und dann läuft wieder alles, dann habe ich ein ganz großes Problem, weil das ist nicht der Fall. Das funktioniert technisch gar nicht. Das heißt, da kannst du dem Hacker noch so viel Geld anbieten, der kann es dann auch nicht mehr zurücksetzen. Ja, und das ist etwas, was so gerade in der Presse und in Diskussionen gerne mal so ein bisschen klein gehalten wird oder auch weggelassen wird. Naja, wir haben halt überlegt und dann haben wir halt gezahlt. Das heißt nicht, dass ich einfach aufschließe und die Sonne scheint und ich arbeite wie vorher. Das ist wahrlich nicht der Fall. Okay, aber was könnt ihr dann und was macht ihr? Ja. Ein bisschen mehr ins Detail reingehend jetzt. Also im Idealfall fangen wir halt wirklich vorne beim Kunden an und setzen uns erst einmal mit den Einstellungen des Active Directories auseinander, machen ein sogenanntes Security Assessment. Das kann der Kunde alleine machen, das können wir zusammen mit dem Kunden machen. Dafür gibt es Software. Wenn es noch läuft. Genau. Solange genau. alles noch läuft. Ne? Wir reden über den Tag Zufriedenszeiten vor D-Day, bevor dann wirklich irgendetwas passiert. Wir reden über Vorbereitung.
Wir reden davon, dass ein Unternehmen sich nicht hinsetzen kann und hoffen kann, dass die ganze Zeit die Sonne scheint, sondern irgendwann wird es halt auch regnen und irgendwann wird es halt auch unangenehm werden. Und auf den Tag muss ich mich vorbereiten. Deshalb habe ich Schindeln auf dem Dach, deshalb habe ich einen Regenschirm im Auto oder was auch immer. Und deshalb habe ich mich mit dem Thema AD-Sicherheit auseinandergesetzt. Also ich fange vorne dran an, suche meine Schwachstellen. Das kann man zusammen mit uns machen, das kann man aber auch sehr gerne alleine machen. Das ist eine Mischung aus Wissen auf der einen Seite und Tools und Produkte sozusagen auf der anderen Seite und ist die Grundlage von allem anderen. Danach kommt, und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der muss 24/7 gelebt werden, eine Überwachung von sämtlichen Änderungen, die im Active Directory stattfinden. Nur so habe ich eine Möglichkeit, Angriffe zu erkennen. Da ändert irgendjemand irgendetwas und ich muss es sofort sehen können und ich muss sofort darauf reagieren können. Ansonsten, mit jeder Änderung kommt der Angreifer seinem Ziel etwas näher und ich bin noch weiter in der Defensive. Eure Mitarbeiter kommen aus vielen renommierten Firmen. Das sind hocherfahrene Chief Technologists von Microsoft, von Hewlett-Packard, von Firmen, die man kennt. Die waren dort lange Zeit. Die sind ja teilweise bekannter als die Firma Semperis, sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Ja, gehen die zum Kunden raus oder sind die mehr im Hintergrund? Weil ihr habt ja auch eine Partnerstruktur. Ist da nur der Partner draus oder kommen jetzt diese Hochkaräter? Da gebe ich dir zwei Antworten drauf. Das eine ist, warum ist das eigentlich so? Als Semperis gegründet wurde, die Gründer von Semperis waren teilweise Premier Field Engineers von Microsoft. Also das ist sozusagen die Creme de la Creme der Leute, die Microsoft ins Feld schickt. Die sind ebenfalls viel unterwegs gewesen mit den sogenannten MVPs, Most Valuable Professionals. Also ein Titel, den Microsoft vergibt an Leute, die sehr intensiv in der Community, in der Szene unterwegs sind, die sich sehr intensiv mit bestimmten Themen oder mit bestimmten Technologien auseinandersetzen. So, jetzt kommt Wissen zu Wissen und wir sammeln sozusagen diese Kollegen. Wir haben endlos viele Mitarbeiter, die genau aus diesem MVP-Umfeld kommen, die teilweise aus dem PFE, also Premier Field Engineers Umfeld kommen und die machen schlussendlich Semperis zu dem, was wir heute sind. Wir sind auf der einen Seite ein Toolanbieter, aber wir sind eben auch ein Sammler von Erfahrungen und daraus ein Anbieter von Services. So, und jetzt komme ich zum zweiten Teil deiner Frage. Gehen die zum Kunden raus? Ja, absolut. Wenn das notwendig ist, sind die nicht nur irgendwo in einem Kämmerlein gut versteckt, sondern die sind draußen, die sind am Kunden, die sind am Thema direkt dran und die sind heute alle noch sehr, sehr aktiv auf Konferenzen unterwegs, haben teilweise ihre eigenen Podcasts, haben ihre eigenen Auftritte nach draußen und. Also das sind wirklich gute Ressourcen, die auch vor allen Dingen verfügbar sind für unsere Kunden. Diese Leute, die laufen ja jetzt nicht gelangweilt durch die Gegend. Also ich denke mal, das überrascht mich ein bisschen. Ihr seid eine ziemlich junge Firma. Ihr habt ein enormes Wachstum. Ich glaube, ihr sitzt am Hudson River und schaut auf New York City, auf Manhattan rüber. Die Leute, die sind auch sicherlich richtig teuer. Die haben ja tolle Jobs. Ne? Ja. Also ich finde es ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Die sammelt ihr da quasi ein, vermutlich mit Venture Capital. Anders geht es ja nicht, ne? Oder? Naja, gut, da haben wir wieder unterschiedliche Antworten auf die Frage. Ja, wir sind ein Unternehmen, das auf Basis von Venture Capital läuft. Aber es geht bei den Leuten gar nicht so sehr wirklich ums Geld. Sondern es geht ganz oft darum, das Richtige zu tun, was Gutes zu tun. Die meisten in diesem Kontext machen das, was sie tun, nicht weil sie damit Geld oder weil sie damit viel Geld verdienen. Dann würden sie wahrscheinlich andere Dinge machen, sondern die machen es aus einem gewissen Sendungsbewusstsein fast schon. Um ein MVP zu werden, muss man sehr aktiv in der Community sein. Dafür, dass ich Blogposts schreibe, dafür, dass ich in Foren moderiere, dafür, dass ich mein Wissen mit anderen teile, erhalte ich kein Geld. Aber dafür erhalte ich zusätzliches Wissen wieder. Und das ist so ein Austausch, so ein Geben und Nehmen. Und mein eigenes Wissen oder das Wissen eines MVPs steigt natürlich auch dadurch an und damit auch gleichzeitig wieder das Verständnis über die Themen. Es gibt mehr Faszination dafür und. Also die MVPs, die ich kenne, sind typischerweise nicht des Geldes wegen unterwegs. Das ist gut, dass auf dem Brot auch Butter drauf ist. Aber die wollen ganz andere Dinge. Die wollen verstehen, was passiert und die wollen gerne helfen. Und das ist genau das, was Semperis schlussendlich auch auszeichnet. Das sind so Überzeugungstäter, nicht? Absolut. Die haben eine Mission im Kopf und dann finden sie eben die entsprechende Firma, die ihnen das auch ermöglicht, das auszuleben. Ja.
Und das ist natürlich unter anderem Microsoft, sind dann aber auch solche Neugründungen wie ihr. Genau. Da gibt es vielleicht auch noch eine kleine Anekdote dazu. Es ist knapp über 2 Jahre her gewesen, auch wieder ein Freitagnachmittag. Ich saß im Auto, das Telefon klingelte. Es war jemand dran, der sagte, können wir offen reden? Ich sag, ich weiß nicht, wer Sie sind. Natürlich können wir offen reden. Ja, wir sind angegriffen worden, wir haben ein Problem hier. Können Sie uns helfen? Es gab damals noch keine Incident Response Services seitens Imperis. Ich habe einen Kollegen angerufen, habe gesagt, du sag mal, Freitagnachmittag, hast du Zeit? Ich habe einen Kunden hier am Telefon, der hat ein Problem mit seinem Active Directory. Ja, müssen wir mal gucken, kriegen wir schon irgendwie hin. Dem haben wir übers Wochenende in so einer Ad-Hoc-Aktion dabei geholfen, sein AD wiederherzustellen und damit auch weiterhin am Leben zu sein. Das ist zwar ein relativ kleines Unternehmen, deshalb war der Arbeitsaufwand überschaubar, aber es hat halt trotzdem Zeit gekostet. Zeit ist am Ende des Tages auch Geld. Und ich habe danach so ein bisschen mit unserem CEO darüber diskutiert, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Kunden? Wie stellen wir dem das Ganze jetzt in Rechnung? Und da kam so ein Spruch raus, den ich am Anfang als so ein bisschen schwülstig fast schon empfunden habe. Be a force for good. Eine Kraft des Guten zu sein. Ich dachte, okay, müssen wir mal schauen. Was heißt das denn jetzt? Wie funktioniert das denn jetzt? Und das ist etwas, was sich so ein bisschen als roter Faden durch all das durchzieht, was wir tun. Wir haben diesem Kunden kein Geld berechnet dafür, dass wir ihm übers Wochenende geholfen haben. Der ist danach auch Kunde geworden, er setzt unsere Produkte ein, ist super glücklich und zufrieden damit. Und das ist natürlich dann auch aus unserer Sicht so ein bisschen eine Motivation, einem Kunden zu helfen, weil wir ihm dann durchaus auch was verkaufen können. Aber das ist nicht die Kernmotivation, sondern wirklich dem Kunden etwas Gutes zu tun. Das war der große Gedanke dahinter. Ach so, das heißt, ihr habt diesem Kunden aus der aktuellen Notsituation mit eurem Wissen und euren Fähigkeiten herausgeholfen. Genau. Und ihr habt ihn dann sozusagen als Dauerkunde behalten im Nachgang, weil er natürlich auch die Relevanz eures Schaffens erkannt hat und weiß, ich gehe mal lieber zur Prophylaxe, genau. Anstatt dass ich warte, bis die Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind. Ja, dein Beispiel mit Zahnreinigung versus Zahnersatz ist schlussendlich genau das. Ja. Es ist immer so ein bisschen Altruismus dabei auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, das Geschäft zu unterstützen. Jeder, der regelmäßig zur Zahnreinigung geht, schadet natürlich dem Umsatz des Zahnarztes als solchem, weil der dann weniger bohren kann. Aber im Gegenzug nützt es für alle. Mhm. Das ist derselbe Gedanke dahinter. Mhm. Kannst du ein paar Sätze noch zur Vertriebs- und Partnerstruktur sagen? Sind das die großen Systemintegratoren oder auch die kleinen, die eure Kunden dann, sagen wir mal, zuerst abfangen? Ja, da muss man auch wieder so ein bisschen differenziert rangehen. Das liegt einerseits daran, wir sind jetzt seit knapp 3 Jahren im Markt. Das heißt, in Deutschland. In Deutschland. Seit knapp 3 Jahren in Deutschland im Markt. Korrekt, danke. Da sind die kleineren Partner, die sind erheblich agiler, die sind viel flexibler, die nehmen ein solches Thema viel schneller auf. Die größeren Partner, die größeren Systemhäuser, die größeren Systemintegratoren haben so viel mit ihren eigenen Themen und mit ihren ganzen anderen Dingen zu tun, dass ein solches Thema eher hinten dran kommt, außer es kommt ein Kunde zu ihnen. Und das ist so ein bisschen der Prozess, den wir gesehen haben. Als ich vor 3 Jahren angefangen habe, haben wir sehr viel nach außen gearbeitet. Wir haben Kunden angesprochen. Das hat sich mittlerweile umgedreht. Kunden kommen zu uns, Partner kommen zu uns und wir arbeiten auch mit Kunden ausschließlich über Partner zusammen. Wir machen keinen Direktvertrieb. Man kann bei uns keine Software direkt kaufen. Die kann man nur über unsere Vertriebspartner, die auch dann gleichzeitig Beratung und Ähnliches machen, beziehen. Aber wir sprechen natürlich auch direkt mit Kunden und helfen Kunden zu verstehen, was wir tun. Also auf den großen Fachkonferenzen, da laufen euch die großen Firmen, ohne jetzt die großen Automobilfirmen, die Elektrofirmen natürlich spätestens in den Pausengesprächen ja auch in die Arme, beziehungsweise man hat ja Verabredungen, auch wenn man dahin geht, nicht? Absolut, ja. Da ist natürlich auch viel Awareness-Building dabei, den Leuten verständlich machen. Ihr habt da so eine Kiste in der Ecke seit 23 Jahren, die ja immer funktioniert hat und die ihr so ein bisschen auch negiert habt. Da solltet ihr euch vielleicht doch mal drum kümmern und dann spricht Management mit der operativen oder der administrativen Ebene, oh ja, könnte schon sein. Und dann entwickelt sich so ein Gespräch daraus. Das ist selten so, dass jemand quasi vollkommen unwissend zu uns kommt und sagt, oh, habe ich verstanden, ich muss sofort irgendetwas tun. Die Fälle gibt es auch, aber die sind nicht unbedingt die Regel. In aller Regel ist das so ein Zwiegespräch, was erstmal im Unternehmen selber stattfindet. Und dann sehen wir diese Kunden meistens auch wieder. Mhm.
Was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen insbesondere, die meisten reden nur über Backup-Strategien. Backup ist Mittel zum Zweck. Backup ist eigentlich vollkommen nutzlos, solange ich nicht über Wiederherstellungsstrategien oder noch besser Resilienzstrategien rede. Weil am Ende des Tages, was interessiert einen Geschäftsführer, was interessiert einen Unternehmensinhaber? Das Ganze muss laufen. Dass er da vorher einen Backup für gemacht hat, ist nur Mittel zum Zweck. Ich will im Falle eines Angriffs möglichst schnell wieder dazu kommen, dass mein Unternehmen weiter funktionieren kann. Und das ist ein großes Problem, was ich immer öfter sehe, dass viele, gerade auf der administrativ-operativen Ebene, die sprechen nach oben nur von Backup-Strategien. Ein Geschäftsführer, der was von der Backup-Strategie hört, langweilt sich zu Tode, weil es ihn nicht interessiert. Das ist halt Daily Business, das machen wir halt. Aber wenn ich anfange, mich mit einem Geschäftsführer über Wiederherstellung, über Resilienz, wie kann ich mich am besten einerseits gegen Angriffe wehren, aber wie kann ich mich dann auch wieder zurückbringen ins Leben nach einem Angriff, wenn ich mich darüber unterhalte, dann habe ich ganz andere Gespräche. Dass Angriffe stattfinden, das braucht man den Leuten ja nicht mehr erklären. Ne? Das kriegt jeder mit. Traurigerweise muss man es teilweise schon noch. Tatsächlich, ja. Gibt es eigentlich Branchen, wo öfter angegriffen wird? Geht quer durch, oder? Da, auch da wieder dieselbe Unterscheidung. Ein Ransomware-Angreifer, dem ist das total egal, was du bist. Ob du grün, gelb, rot oder blau gestreift bist, der wird dich einfach niederringen und wird dir deine Ransomware-Note schicken und das war's. Das heißt, die Angreifer machen Gießkanne-Prinzip, ja. Die probieren rund um die Uhr, ja. Ob sie irgendwo reinkommen und es ist ihnen völlig wurscht, ob sie dann bei Elektro, bei Automobil, bei Energie, bei Logistik reinkommen, da wo es klappt, klappt. Das ist sogar so weit professionalisiert und segmentiert, dass bestimmte Gruppen bestimmte Arbeitsaufgaben ausführen und das Ergebnis ihrer Arbeit an eine andere Gruppe weiterverkaufen. Also, die erste Gruppe sorgt dafür, dass sie möglichst viele Benutzernamen und Passwörter hat, damit eine andere Gruppe möglichst quasi grob angreifen kann. Die nächste Gruppe verteilt und erstellt Ransomware, um irgendwo diesen Initial Compromise zu erlangen. Der kompromittierte Rechner sozusagen, das Recht auf diesem Rechner zu arbeiten, wird an eine andere Gruppe weiterverkauft und so weiter und so fort. Ist hochprofessionalisiert. Das heißt, es sind verschiedene Unternehmen oder verschiedene Segmente in Hackerunternehmen, ne? Ja, es sind verschiedene kriminelle Gruppierungen. Da müssen wir doch bitte noch. Das ist kein Unternehmen, das ist eine kriminelle Gruppierung. Ach so, und die sind so spezialisiert, dass sie sich gegenseitig die Ergebnisse ihrer Arbeit verkaufen. Genau. Das ist ja sozusagen das Abbild der normalen Wirtschaft. Absolut. Auf der anderen Seite. Ich meine, ihr seid ja auch so ein super hochspezialisierter Dienstleister, der irgendwo zwischen Hewlett-Packard, Microsoft und dem Anwenderunternehmen seine Nische hat, wo er was kann, besser kann als alle anderen. Genau. Und bei denen läuft es ja ähnlich. Ne? Exakt genauso. Ja.